Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play FIFA 20. So, in der letzten Aufnahme haben wir da gespielt? Ich weiß es gar nicht mehr. Mal eben gucken. Gegen Schalke, ja, wissen wir ja. Trainer des Monats bekannt gegeben, ja, schön. Gut, wir müssen gegen Schalke ran. Ups, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich Tabelle. So, sieht wie folgt aus. Wir sind punktgleich mit Hoffenheim. Nur die haben 3 Tore mehr geschossen als wir. Wir müssen gegen Schalke ran. Schalke befindet sich auf Platz 15. Die könnten uns persönlich nicht gefährlich werden. Hoffenheim muss gegen Köln ran, die uns gefährlich werden könnten. Das heißt, wir müssen definitiv gegen Schalke gewinnen. Und Köln muss gegen Hoffenheim gewinnen und somit wären wir dann auf Platz 6. So die Theorie. Mal gucken, ob es in der Praxis auch klappt. Schauen wir mal. Willkommen zu unserem heutigen Spiel, liebe Zuschauer. Wir melden uns aus der Düsseldorf Arena. Ich bin Wolf Fuß, zusammen mit Frank Buschmann darf ich Sie durch dieses Spiel begleiten. Und heute übertragen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Fortuna Düsseldorf gegen Schalke 04. Wichtige Ligapartie für beide Seiten, Wolf. Beide wollen heute überzeugen, wollen Bestleistung abrufen. Und dann gucken wir mal, wer das auf dem Rasen besser umsetzen kann. Die Gastgeber wollen auf einen UEFA Europa League Platz. Kann heute auch wirklich klappen, aber halt nur, wenn die anderen Ergebnisse auch stimmen. Ja, und das ist genau unser Ziel. Aber dazu müssen wir gegen Schalke gewinnen und Köln muss gegen Hoffenheim gewinnen. Aber ich glaube, bezweifle, dass Hoffenheim gegen Schalke gewinnt. Gegen Köln gewinnt. Hier sehen wir die Aufstellung von Fortuna Düsseldorf. Zwei Stürmer vorne, dahinter zwei Viererketten. Klassisches 4-4-2, würde ich sagen. Ganz genau, mal schauen, wie sie damit heute zurechtkommen. Da haben wir die Anfangsformation der Schalker. Sie spielen heute mit einer Raute im Mittelfeld. In der taktischen Formation ist das ein 4-4-2, auch wenn sie da im Mittelfeld, das ist im modernen Fußball so, sehr variabel sind. Okay, auf los geht's los. Anpfiff und los geht's. Da kommt der Pass auf außen. David Kownacki. Bernhard Tekpetai. Ah, schade. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Ich habe Probleme, wenn wir aus dem Dunkeln ins Helle gehen, habe ich echt Probleme, den Ball zu sehen am Anfang. Suat Serda. Schalke jetzt über außen. Jetzt die Flanke. Er versucht mit dem Kopf, aber der Ball geht vorbei. Schade, das war eine richtig gute Chance. Gut getimte Flanke, aber er ist beim Abschluss zu überstürzt drüber. Ein bisschen zu hoch angesetzt. Okay. Nö, einen Schalker Spieler brauche ich hier vorne nicht. Gregoritsch. Alfredo Morelos. Die Defensive steht. Ach Gott. Der Ballverlust.
Immer diese Fehlpässe. Fortuna Düsseldorf konnte das letzte Heimspiel ja gewinnen, als man auf Paderborn traf. Genau, Paderborn. Ja, knappe Sache, das 1:0, aber ich denke, sie werden heute ähnlich auftreten und sich erneut den Sieg holen. Ja, aber guter nicht Einsatz, so. Nicht Ball. So. Suat Serdar. Guido Burgstaller. Und da ist der Ball wieder weg. Wie schätzt du die Schalker derzeit ein, Buschi? Also wenn mir das bei einem Club schwerfällt, dann bei Schalke 04. Die Gelsenkirchener Königsblau sind ja in den letzten Jahren regelmäßig vor allem an den eigenen Erwartungen gescheitert. Dabei hat dieser Club ein so unfassbares Potenzial. Gefährlich! Jetzt ist er auf und davor. Jawohl! Das ist das erste Tor dieser Partie und jetzt ist die Freude natürlich groß. Ja, Riesenjubel bei den Fans, bei den Spielern. Ein wichtiges Tor. Sau geil. Im Alleingang macht er das Tor und zeigt schonungslos in dieser Situation die Schwächen der Defensive. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen, diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Schön. Grund zur Freude auch am Spielfeldrand. Seine Mannschaft macht das hier bislang richtig gut. Das ist die Führung. Schön, Comandanti, sehr schön. Sie sind jetzt also in Führung, 1:0. Guter Einsatz, Ball ist im Aus, es gibt Einwurf. Gregoritsch. John Joe Kenny. Oh Gott, die haben Platz, die haben Platz. Michael Grick. Toller Pass. Guido Burgstaller. Die haben Platz. Weston McKennie. Oh. Wahnsinn, er hält ihn. Gott sei Dank. Steffen war da, Gott sei Dank. War das eine kurze Ecke? Nein. Ball kommt nicht an. Jetzt könnte die Hereingabe kommen. Michael Gregoritsch. Da passt er auf, Ball geklärt. Suttner. Kahn Eihahn. Ach Gott. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Ich kann den Ball kaum sehen im Helm. Ja, das könnte was werden jetzt. Also da, wo die Sonne scheint. Sieht einfach auf. Gregory! Scheiße! Der Ausgleich. Jetzt wird's hier spannend. Das ist natürlich klasse für die Zuschauer daheim. Das ist eine richtig interessante Partie. Super Aktion, da lässt er ihn einfach. Ich kann den Ball kaum sehen in der Sonne. Tolle Ballbeherrschung. Vor allen Dingen, wenn man aus dem Dunkeln in Zelle geht, kann ich kaum sehen. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Er muss jetzt reagieren, das ist ja klar. Es sah so gut aus, aber jetzt ist die Führung erstmal wieder weg. Und das gefällt ihm überhaupt nicht. Okay. Und damit alles 1:1. Auf Anfang. Es steht 1:1. Schalke ist auf Platz 15. Ich wiederhole es. 15. Suttner. In den freien Raum. Was macht er draus? Kann er was draus machen? Ja, jetzt müssen sie aufpassen. Ja, könnte was werden. Das könnte die Führung geben. Ja! Der Führungstreffer dieser Partie. Riesenjubel, das gibt erstmal Sicherheit, das gibt Selbstvertrauen. Sehr geil, sehr, sehr geil. Sie schlagen gleich wieder zurück und genauso geht's. Und das ist natürlich wichtig, auch damit der Gegner nicht zu viel Oberwasser bekommt. Hier nochmal dieser Treffer. Wir haben 5:3, ich schrei hier rum wie sonst was, ey. Werner Tech-Beteil. 3 Tore, 2 erst, aber 3 wichtige Tore. Jetzt liegt Schalke 04 hinten.
Ja, das weiß ich selber. Schalke macht Druck. Super dazwischen gegangen. Guckt euch das an, wie schnell der ist. Klasse Pass. Stöger. Na. Balleroberung. Ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. John Joe Kenny. Und da ist der Ball wieder weg. Suat Serda. So war das nicht gedacht. Gregoritsch. Das könnte die Chance werden. Gutes Tackling, fair gemacht und er hat den Ball. Gute Aktion. Klasse, wie er das mit war. Zwei Gute Mann gehen die auf mich drauf, ey. Seid ihr eigentlich, naja, ich sag es lieber nicht. Abgepfiffen, es gibt den Freistoß. Bernard Tekpetay. Nachspielzeit sind 3 Minuten. Ja, da ist Platz jetzt. Gute Flanke. Das war eng, aber er hat ihn. Sie verlieren den Ball. Gefährlich. Kevin Stöger. Stöger. Schade. Nach Durchgang 1 steht es hier 2:1. Ein knappes Ergebnis, das uns für die zweiten 45 Minuten echte Spannung verspricht. Eine gute erste Hälfte hat er da gespielt. Ganz wichtig war natürlich sein Führungstreffer. Jetzt haben sie alle Trümpfe in der Hand. Puh. Okay, Hoffenheim ist wichtig. Wie steht's bei Hoffenheim? Ja, geil! Köln führt 2-0. Sehr, sehr geil. Okay, auf geht's in die zweite Halbzeit. Köln führt 2-0. Die Schalker mit im Moment dem läuft. Damit läuft der zweite Durchgang. Jetzt müssen wir hier nur noch durchhalten. Da verlieren sie den Ball. Sie haben Platz. Sieht gefährlich aus. Ja. Wieder so ein klasse Pass. Wieder ein guter Pass von ihm. Nicht das erste Mal heute. Ja, aber da steht ja auch keiner. Gregoritsch. Von mir. Und hier sehen wir das nächste Bundesligaspiel der Heimmannschaft. Gegen Bayern. Oh mein Gott. Ob wir da nochmal so eine gute Leistung wie im Hinspiel machen können. Gute Aktion jetzt. Suat Serdar. Michael Gregoritsch. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Da die kleine Erinnerung für uns, mit wem es die Schalker als nächstes zu tun bekommen. Ja, mit viel Übersicht. Und jetzt die Chance. David kommt. Nein! Chance vergeben. Den Vorsprung auf 2 zu erhöhen. Hoffentlich weisen sie dieser Möglichkeit nicht noch nach. Stöger. Gleich wird hier gewechselt. Die Gäste werden einen frischen Mann bringen. Warum so weit? Kein Wunder, dass da nichts ankommt. Kann er was draus machen? Stöger. Na, jetzt müssen sie aufpassen. Ja, das hätte was werden können. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Fängt diesen Ball ab. Michael Gregoritsch. Sehr guter Einsatz. Alter, super was? Dazwischen gegangen. Gute Chance. Tolle schön, Parade. Schön, da Stecker. Muss er sich ganz weit strecken. Ja.
Ecke kommt's. Ne, da ist die Abwehr da. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. David Kownacki. Das war sauber, er holt sich den Ball. Kann nicht wahr sein. Jonjo Kenny. Super dieses Zuspiel. Geht jetzt in die Mitte. Oh, 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 oh. Was für eine Aktion. So gerade in nein, der nein, 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 nein. Das ist natürlich klasse für die Zuschauer daheim. Das ist eine richtig interessante Partie. Verdammte Scheiße, Mann. Was für ein Pech bei diesem Eigentor. Aber das ist das Eigentor? Wenn du dazwischen gehen willst, dann fälschst du auch mal einen Ball unmöglich an. Hä? Ich sehe da nicht, dass ich den Ball da bekommen habe. Treffer, diesmal ja, toll, aus kann einer man... anderen Perspektive. Nö. War doch kein Eigentor. Jetzt reagieren, ist ja klar. Es sah so gut aus, aber jetzt ist die Führung erstmal wieder weg und das gefällt ihm überhaupt nicht. Okay, jetzt müssen wir wieder beißen. Der Spielerwechsel jetzt bei Fortuna Düsseldorf. Ja, soll noch mal ein neuer Impuls von der Bank kommen. Jetzt müssen wir wieder beißen. Das Spiel ist die ganze Zeit auf Augenhöhe und jetzt treffen sie auch noch zum Ausgleich. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Das ist beeindruckend. Sie spielen Pass und Pass und Pass und Pass und Pass. Und das mit einer solchen Sicherheit. Sensationell. Und jetzt soll das Ergebnis nach Hause gebracht werden bei Schalke. Klarer Fokus auf die Defensivarbeit. Ergebnisverwaltung nennt man das, was sie auf dem Rasen da gerade betreiben. Sie stehen mittlerweile mit 10 Mann am eigenen Strafraum und beschränken sich nur noch aufs Verteidigen. Der Ball kommt nicht durch. Abgeblockt. Scheiße, 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 scheiße. Jonjo Kenny. Jetzt vielleicht die Flanke. Masse nicht. Wirklich torgefährlich ist das am Ende Hennings. Nicht. Nee, den Kopfball trifft er einfach nicht richtig. Kommt Hennings, nicht hinter du bist jetzt Ball. Mein viel zu ungefährlich. Joker. Komm, ein Tor muss noch drinnen sein. Wenigstens eins. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Oh ja, sah durchaus gefährlich aus. Bernard Tekpetay. Ja, die Fans hoffen jetzt natürlich auf den späten Siegtreffer. Dann laufe ich. Was? Was war das denn gerade? Suat Serdar. Scheiße, 80. Minute schon. Alfredo Morelos. Klasse Vorstoß, da müssen Sie aufpassen. Hennings. Oh, Ballverlust. Hennings. Gleich ist das Spiel vorbei, aber vielleicht gibt es ja vorher noch die Chance. Das wäre dann der Siegtreffer, da lege ich mich fest. Suarez. Schalke macht Druck. Sie können nie klären, sind weiter im Bedrängnis. Kein guter Abschluss. Leck mich doch am Arsch! Eine gute Leistung heute von ihm und jetzt hat er Feierabend. 86. Minute, 87. Minute. Muss jetzt schneller Konter her und Tor. Ecke kommt ins Zentrum. Nee, das wird nichts. Ball im Aus. Bleib hier. Zimmermann. Erneuter Ball ist hier. Das kann nicht wahr sein. Verdammte Kacke.
Reguläre Spielzeit ist um, aber es geht noch weiter. Gibt 3 Minuten obendrauf. Scheiße. Salif Sané. Wenn ich jetzt diesen Einblick noch hätte. Der Abwehrspieler steht richtig und fängt das Zuspiel ab. Das war wichtig. Scheiße, Mann! Der Abpfiff und das Spiel endet unentschieden. Der Endstand sagt es ja im Grunde aus. Ein ausgeglichenes Spiel. Manchmal soll es einfach keinen Sieger geben. Ungerecht. Ein gutes Spiel von ihm heute, kann man nicht anders sagen. Ganz wichtiger, ganz entscheidender Mann heute. Mit seinem Ausgleichstor natürlich, das jetzt kann man am nur Ende noch hoffen, dass Hoffenheim verloren hat. Und dann bin ich mit einem Punkt auf Platz 6. Geht jetzt in die Mitte. Okay. Hoffenheim, Hoffenheim. Ja, Köln hat gewonnen. 3-1. Geil. Vielen Dank, dass Sie schon so kurz nach Spielende bei uns sind. Sieben Spielen unbesiegt. Ich muss das, glaube ich, nicht immer kommentieren, oder? Vielen Dank für diese Statements. Ja, bitte. So, jetzt bin ich auf die Tabelle gespannt. Sind wir Sechster? Ja, sind wir mit einem Punkt. Oh, leck mich am Arsch. Ja, Freunde, es wird richtig spannend in den letzten Spieltagen. Bleibt auf jeden Fall gespannt. Ich bin es auf jeden Fall. Und das nächste Spiel ist gegen Bayern. Und das Hinspiel gegen Bayern konnten wir 2-0 gewinnen. Ich bin gespannt. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Donnerstagmorgen, 20 nach 3 haben wir. Und ja, haltet die On-Drive. Bis dann. Tschüss.